Ja, meine lieben Freunde, Hallöchen, Puppelchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampires Dawn. Es ist ja jetzt sehr, sehr lange her, dass von dem Spiel nichts mehr kam. Ich habe ja gesagt, dass es eine ewige Baustelle ist, aber auf jeden Fall kommt noch was. Von daher, ich habe gerade voll Bock drauf. Bin natürlich mal wieder vorbereitet, wie immer. Hier aber vor allem noch liebe, liebe Grüße und vielen, vielen Dank für den lieben Ben, beziehungsweise Ben I mit Y mit einem N oder den I-Ben. Den habe ich im Vampires Dawn Discord-Channel kennengelernt. Der hat mir dieses super Layout gemacht und ich danke dir dafür. Unter anderem hat er mir ja auch geholfen. Ich habe den Spielstand so einigermaßen, wie ich konnte, nachgespielt. Weil anhand vom letzten Spielstand bis dem jetzigen Spielstand ist ja einiges passiert. Und deswegen musste ich ja das ein oder andere nachspielen. Und natürlich sieht der Spielstand ein bisschen anders aus, nicht ganz so perfekt. Aber ich habe halt geholt, was geht. Der Ben hat mir auch ein kleines Skript für das Spiel geschrieben. Und zwar bei dieser Dame hier, wenn wir die ansprechen, jetzt speziell für mich, habe ich jetzt einen Speicherkristall bekommen. Ja, vielen, 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 vielen Dank dafür. Das macht das, ich habe aus Versehen zweimal drauf geklickt, ist egal, ein bisschen Kohle können wir ja immer gebrauchen, macht ja nichts. Das macht das Let's Play, zumindest das Let's Play, wesentlich einfacher, auf jeden Fall. Ansonsten habe ich, wie gesagt, gefarmt bis zum geht nicht mehr. Kohle ohne Ende natürlich. Wie gesagt, ich habe das auf einer VM laufen lassen. Habe dann einfach das Ding halt mal ein bisschen laufen lassen, um ein bisschen Dingsbums zu bekommen hier. Mit Silber, mit allem drum und dran. Unter anderem auch hier viele Seelen benutzt. Normale Seele gesammelt, hier Seelensteine natürlich überall 99,99, 99,99. Normale Seelen etc. Das reicht erstmal. Ansonsten, ja, die Fähigkeiten sind, soweit ich weiß, auch fertig. Muss ich nochmal gucken. Hier haben wir natürlich Silber. Ich brauche jetzt erstmal nichts, deswegen nehme ich mal die Zuflucht. Wir waren beim letzten Mal hier in Herles. Und soweit ich erinnern kann, ist ich da noch nicht fertig. Ich habe auch, soweit ich weiß, auch alles nachgespielt. Spiele jetzt mit einem anderen Controller und habe noch ein Skript dazu gemacht, wie ich zum Beispiel was anderes hinkriege. Aufgaben. Finde einen Aufenthalt aus Praxas. Finde heraus, wer der Auftraggeber von The Essen ist. Suche nach einem Schloss, das zu dem magischen Schlüssel passt. Suche nach der Höhle im Wald südlich von Uruya. Suche die Höhle im Magiegebirge nördlich von Lim. Suche ein altes Armband. Suche in Iranis nach dem verpackten Gegenstand. Ja, ansonsten habe ich alles soweit gemacht. Ich muss jetzt mal so langsam gucken, was ich so... Ich gehe jetzt noch mal ins Magiezimmer. Okay, die Elaine, der Asker und der Walner, die sind soweit fertig. Okay. Dann haue ich noch mal zurück ab. Gehe noch mal nach Ista. Guck mal, was ich verkaufen kann. Ich kann ja jetzt auch meine Speichersteine verkaufen. Wie gesagt, man könnte es theoretisch Cheaten nennen. Aber ob ich nun eine Stunde oder so meine Silbersachen verkaufe oder ob ich jetzt hier meine Speichersteine verkaufen. Wir könnten sie eigentlich auch aus Just for Fun im Dingsbums behalten. Ist egal. Kann ich den Speicherkristall eigentlich verkaufen? Nee, kann ich nicht. Ermöglicht das Speichern. Unendlich. Aber die Speichersteine brauche ich eigentlich nicht. So, hab natürlich weitestgehend alles aufgewertet. Sprich auch die passenden Rüstungen. Und ich hoffe allerdings, das klappt jetzt mit dem Sound. Aber sollte eigentlich klappen. Das habe ich alles soweit gut gemacht. So, habe ich Ista schon? Oder muss ich das noch machen? Wollen wir mal gucken, was wir hier so haben. Ich habe das Spiel, wie gesagt, selbst auch so storytechnisch schon ewig in 3 Tagen nicht mehr gespielt, von daher... Ja, im Hintergrund übrigens, der Typ da oben, das ist der Walner. Ja, den gibt's länger als mich. hallo, was ist los? Du klingst so bedrückt. Ach, ich fühle mich einsam. Hast du denn keine Freundin? Nein, das ist es ja. Hier in der Stadt will keiner mit mir ausgehen.
Naja, und die anderen Städte schon probiert, eine Frau zu finden? Eine andere Stadt? Nein. Dann weiß ich überhaupt nicht, wohin ich gehen könnte, um eine gute Freundin zu finden. Wie wäre es mit der harmonischen Stadt Shana? Shana? Das ist doch die Stadt auf dem kleinen Insel im Süden. Genau, ich habe gehört, da soll es viele nette Frauen geben und leere Häuser gibt es auch. Also sollte ein Umzug deinerseits kein Problem darstellen. Du hast recht, ein Umzug wird mir gut tun. Auf nach Shana. Sag mal, Aska, warum nach Shana? Ach, ich habe mir gedacht, nachdem ich dort etwas aufgeräumt habe, könnte man die Stadt mit auserwählten Leuten wieder füllen. Außerdem haben wir so immer eine Stadt voller guter Menschen im Blut. Und sonst steckt da nichts dahinter? Nö, eigentlich nicht. Ja, das glaubst aber auch nur du. Nee, aber ich glaube auch, der Aska will einfach nur wieder seine nähere Speisekammer füllen. Ja, ich hab's nicht vergessen. Ich habe den Aska einen leicht russischen oder französischen, ich weiß nicht genau, was für ein Akzent hier, diesen R-rollenden französischen Akzent gegeben. Ich finde einfach, das passt zu dem. Und ja, wie gesagt, ich habe immer noch keine Frauenstimme für die Elaine. Das tut mir natürlich leid. Entschuldigt bitte, aber ich muss heute noch viel Holz hacken. Also lass mich bitte nur meine Arbeit machen. Natürlich, wir möchten dich nicht stören. Ja, das ist ein holzhackendes Dorf hier. Gut, wenn es auch mitten im Wald liegt, warum nicht? Hallo, kleines Mädchen. Hallo, du. Mein Papa ist Holzfäller und ich liebe ihn total. Schön für dich. Ja, Papa hackt schon den ganzen Tag, damit er und ich und Mama immer was zu essen haben. Toll, wirklich ganz toll. Ja, Papa ist der Beste. Und bald sicher der Blutleerste. Ach, Aska, sei nicht so ein Arsch. Gibt's hier irgendwas? Ich bin mir da nicht so sicher. Nee, klappt nicht. Nein. Mist. Okay, dann halt nicht. So, was haben wir denn hier? Ich will natürlich erstmal hier die Häuser ausräumen, um so viele Dingsbums mitzunehmen, wie es geht. So viele Geheimnisse. Aber ich glaube nicht, dass ich alles schaffe. Reden. Hallo. Hallo. Ich beschäftige mich mit meiner Frau mit mythischen Schreinen. Wir haben gemeinsam schon einige Erkenntnisse gewonnen. So wissen wir, dass es etwa 4 bis 6 verschollene Schreine auf dieser Erde gibt. Allsamt voller magischer Energie. Um diese Energie nutzen zu können, muss man verschiedenfarbige Steine besitzen und sie an den Schreinen benutzen. So stand es jedenfalls in einigen alten Aufzeichnungen. Für jeden Schrein gibt es eine farbspezifische Steinart. Das ist ja schon eine Menge von Wissen über die Schreine. Ja, durch jahrelanges Durchsuchen alter Schriften und ähnlichen wissen wir heute schon ziemlich viel. Aber jetzt lass mich ein bisschen nachdenken. Selbstverständlich. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Ja, das sind halt diese Schreine. So, mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Schmerzmittel? Nö, nichts Besonderes. Vielleicht finden wir im Schlafzimmer was. Und du kannst uns bestimmt auch was erzählen, oder? Hallo, ihr wisst nicht zufällig etwas über den Schrein der Luft? Schrein der Luft? Anscheinend nicht. Also, der Schrein der Luft soll voller magischer Energie sein. Ja, wie alle Schreine. Und einen Teil dieser Energie zu erhalten, muss man bestimmte Steine verwenden. Hat uns dein Mann schon erzählt? Ich habe gehört, dieser Schrein soll irgendwo in den Bergen sein. Leider weiß ich nichts Genaues. Wir hören jedenfalls zum ersten Mal davon, aber deine Information hat uns schon viel geholfen. Danke. Nicht zu danken. Nur schade, dass ich keine neuen Erkenntnisse durch euch bekommen habe. Vielleicht sollten wir der Dame mal was erzählen, wenn wir den Schrein gefunden haben, aber sollte auch so gehen. Komm, sind ja nur Menschen. Nur Menschen. Gut, für uns wirklich nur. Jo, hier haben wir einiges erfahren. Bim, 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 bim. Hallo. Hi, Marlens Onkel. Schönes Haus haben Sie hier. Hören Sie, wenn Sie nichts Konkretes von mir wollen, dann gehen Sie bitte. Na schön. Hatten wir da nicht noch irgendwas? Später vielleicht. Hallo, haben Sie schon das Neueste gehört? Elfriede soll nun ein uneheliches Kind bekommen. Ja, sowas aber auch. Ja, was für ein Skandal. Das Kind ist bestimmt von ihrem Geliebten und ihr eigentlicher Freund weiß natürlich nichts. Ich glaube, ich werde da mal gehen. Sie sind wohl auch nicht an Klatsch und Tratsch interessiert. Nun ja, genau wie mein Mann. Männer sind doch immer alle gleich. Was dies betrifft... Dornenschild, ganz cool. Muss ich mich auf die Seite von der Frau stellen? Da bin auch ich als Mann gleich. So, du mach dich mal vom Acker, dann können wir hier durch. Du olle Schabracke auch, Klatschmaul. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Nee, Betten, nee, nur durchgefurzte Sofakissen. Nee, komm, passt schon. Gibt's hier noch irgendwas? Nee, an so einem Klatsch und Tratsch bin ich auch nicht so interessiert.
Vor allem nicht von so einer Tratschtante. So, was haben wir denn hier? Hallo! Hi, wie kann ich euch helfen? Ich weiß nicht. Vielleicht interessiert euch, dass ich östlich der Stadt einen wunderschönen Platz im Wald gefunden habe. Dort ist es so schön. Bisher habe ich niemandem davon erzählt, denn ich will nicht, dass alle davon wissen. Aber euch kann ich es ja verraten. Ihr sagt es doch nicht weiter, oder? Nein, natürlich nicht. Dann ist ja gut. Ach, super. Östlich von hier, ne? Ich frag nochmal, ich habe da jetzt beim Vortrag einfach das Gehirn aus. Östlich, okay. Östlich der Stadt. Ich guck mir das jetzt mal an. Und, jo, hier drin waren wir auch schon, oder? Nee, noch nicht. Östlich der Stadt, okay. Reden. Ach, was habt ihr in diesem Haus zu suchen? Wir wollten uns nur ein bisschen umsehen, mit den Leuten reden. Ja, aber sicher. Ihr seid echt doch, in echt seid ihr doch Diebe, die jedes Regal durchforsten. Und wenn sie dort nichts finden, die Einwohner ausrauben. Nein, sind wir nicht. Seid ihr doch. Ich hab's gewusst. Diese Göhren sind doch alle gleich. Lecker. Ja. Aska. Ich weiß nicht, diese Ironie und dieser Sarkasmus von dem Kerl fasziniert mich immer wieder aufs Neue, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also da Touché an den Hersteller, an den lieben Marlex. Super. So, was gibt's denn hier? Der hat uns bestimmt auch nichts zu sagen. Wundenverband. Ja, wenn es diese Geheimnisse nicht wären. Dann wären mir die Items ja relativ egal. Hallo, kann ich euch helfen? Nein, aber vielleicht können wir dir helfen. Jetzt, wo ihr fragt. Da gäbe es schon eine Kleinigkeit. Ja, worum geht's denn? Nun, ich bin schon länger auf der Suche nach einem Talisman für meine Tochter. Sie verreist bald und da möchte ich nicht, dass ihr was passiert. Und wir sollen einen für dich besorgen. Wenn ihr das für mich erledigen würdet, wäre ich euch sehr verbunden. Gut, wir besorgen einen. Wunderbar, kommt zu mir zurück, wenn ihr einen habt. Habe ich einen Talisman? Ich guck mal Gegenstände, aber... Ja, habe ich. Ja, dann auf. Mann, habt ihr schon einen Talisman besorgt? Ja, haben wir. Hier ist er. Oh, vielen, vielen Dank. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ihr mir für einen Gefallen getan habt. Jetzt muss ich mir um meine Tochter keine Sorgen mehr auf ihre Reise machen. Nehmt diesen Ring, der sich schon lange im Besitz meiner Familie befindet. Ich persönlich finde ihn zwar ein bisschen gruselig, aber ihr werdet euch daran hoffentlich nicht stören. Ein Vampirring und 600 Erfahrung. Der Vampirring ist richtig nice. Also auch sehr selten. Erhöht die Heilungsrate. Plus 1 Heilung. Also die Blutheilungsrate bedeutet die HP. Ist halt die Frage. Ein Lebensnektar. Oh, super. An sich, ja, sehr nice. Ist halt die Frage, ob andere Ringe vielleicht im Kampf besser wirken. Weil, bis jetzt geht es uns eigentlich ganz gut. Hey, lass mich bitte schlafen. Ich höre, wir wollten nicht schmecken. Ja, dann geht bitte. Oh, gehen ist so ansteckend. Übel. Naja, dann wollen wir jetzt mal östlich von der Stadt mal abgrasen, ob da irgendwas zu finden ist. Östlich der Stadt hat so... Hier. Schrein der Erde. Geil. Habe ich irgendwelche Steine gefunden? Blauer Stein. Lebensnektar. Krieg natürlich alles der Wallner, weil das der Hauptprotagonist ist. Nö, eigentlich nicht. Ich könnte auch mal wieder ein paar Sachen verkaufen. Ja, hier gibt es natürlich hier so Erdwächter und so einen Scheiß. Der Wallner müsste mal wieder saugen, ansonsten können die eigentlich angreifen. Ich hoffe allerdings, ich one-hitte den nicht. Also zumindest. Nee, der Wallner ist schnell genug. Das müsste kein Problem sein. Ich glaube, der hat 50 Blut gegeben, ne? Der gibt normale Seelen, das ist gut. Okay, die könnten alle ein bisschen Blut vertragen. Alle drei. Na gut. Ich gucke mir das einfach mal an. Schrein der Erde. Da gibt es bestimmt wieder so eine Höhle oder so dazu. Ich finde diese Schreine eigentlich gerade sehr, sehr... Ich finde die Schreine generell ziemlich nice. So, weißt du was? Erstmal die Elaine. So, 40. Okay, 40. Ist aber auch noch in Ordnung. Und jetzt haut drauf, ihr...
Lümmel. Super. Oh, komm schon. Na gut, angreifen. Jetzt ist der Askama mit Trinken dran. Jetzt. Ah, super. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil der Askar an sich, ich weiß nicht, aber irgendwie ist der Askar nicht der schnellste. Ich weiß nur nicht, warum ich den immer so ein bisschen klein halte, auch vom Level her. Der ist immer so ein paar Erfahrungen zurück. Immer. Also nicht viel, aber ein paar. So, hier soll Schrein der Erde sein. Hier muss es doch irgendwo weitergehen. Das bedeutet, der Askar ist immer zuletzt dran im Kämpfen. Oder mit dem Angriff, in der Regel. Und wenn du halt genug Damage machst, so dass der Askar nicht mehr zum Zug kommt, ist es von Askar relativ schwierig, seinen Blutvorrat zu... wie heißt es, seinen Blutvorrat halt fertig zu haben. Alter, was geht denn jetzt ab? Der ist doch stark. Oder ich verkack's als... So. Aber wir treten immer nur einzeln gegen die an, ne? Hä, muss ich hier irgendwo hin? Schrein der Erde, da muss ja auch irgendwo ein Loch da drin sein. So, der Wallner sollte mal Blut saugen. Das ist saunervig, wenn dein Krieger halt blutet, dann verliert er halt seinen Bluthaushalt. Bad Logic. Muss ich eigentlich nicht nochmal erwähnen. Aber es ist dann schon ätzend. So. Gut. Ich glaube, die Elaine hat von mir einen Blutschutzring bekommen. Bin ich mir ziemlich sicher, dass das der Fall ist. Ja, so viel bin ich eigentlich gar nicht drüber. Wie heißt es über das aktuelle Geschehen, also Level. Ist eigentlich ganz nice. Dann bin ich nicht zu überlevelt. Dann geht das noch einigermaßen. Wo komme ich denn hier dran? Also wenn das der Schrein der Erde ist, ich muss da nochmal genau nachgucken. Vielleicht gucke ich auch einfach aufs OBS mal und mache das ein bisschen größer. Jo. Ja, das Schöne ist jetzt, durch den IBAN und Benny nochmal, Grüße gehen raus übrigens nochmal, muss ich jetzt nicht mehr darauf achten, genug normale Seelen zu haben, weil vorher konnte ich ja mit 30 normalen Seelen speichern über das Menü. Das war erstmal soweit okay, aber es ist dann halt für ein Let's Play doch ein bisschen ärgerlich. Nee, ich komme da nur hier lang. Aber das kann doch nicht sein, dass der Erdschrein... Irgendwo muss auf jeden Fall, bei jedem Schrein ist irgendwo ein Loch. Und dieses Loch kannst du dann Steine reinschmeißen. In der Regel sind die in irgendwelchen Höhlen oder wirklich in irgendwelchen Tempeln. Und dass der Erdschrein so ein bisschen waldbedingt ist, ist logisch, macht Sinn. Aber irgendwo muss es den Eingang geben. Dazu... Und von daher ist es gerade ein bisschen schwierig abzuwägen, wo. Ich muss halt auch gucken, dass ich heute nicht zu lange aufnehme. So, wo komme ich denn da hin? So, Schrein der Erde. Istarschuhe. Blutring. Schutz vor Verbluten 70%. Asuka hat einen Blutschutzring, genauso wie die Elaine. Okay, das ist soweit ganz in Ordnung. Oh, Istarschuhe. Alles plus 5. Die sind natürlich echt nicht schlecht. Sonnenschutzmantel, klar, die brauche ich für Dingsbums. Aber hier muss es irgendwo auch einen Eingang zu dem Erdtempel geben. Kann doch nicht sein.
Ich muss da nochmal genau gucken. Männern kann sie ja nur irgendwie nach oben gehen. Aber irgendwie... Ich weigere mich zu glauben, dass das alles ist. Ich weigere mich zu glauben, dass das alles ist. Oh, Walner fängt stark an zu bluten, diese Drecksau. Also in der nächsten Runde muss der Walner an dem nochmal Blut saugen. Es war so klar. Oh, es war typisch. Na gut, macht aber nichts. Ich weiß nicht, irgendwo muss es... Ich habe so... Irgendwas übersehe ich doch hier, oder? Warte mal. Alexander, du kleiner... Miesepeter. Ich glaube, ich weiß es. Ich gucke jetzt mal in der Oberfläche etwas an, was anders aussieht. Ja? Und dann gucken wir mal. Ich glaube, ich hab's. Ich glaube, ich habe es. So, normale Seele. Merkwürdig, dass hier ein Baumsturm steht. Findest du? Vielleicht ist er irgendwie magisch oder so. Vielleicht. Ich glaube, wenn wir so einen Stein haben, da kommt das Ding hin. Ah, haha, touché. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr geil. Alles schon gut gemacht. Doch, das muss man sagen. Muss man erstmal auf die Idee kommen. Super. So. Ich werde natürlich nicht flüchten, auch wenn das vielleicht näher liegend wäre. Aber ernsthaft. Brauche ich eigentlich nicht. So. Wir haben noch einiges zu erkunden in dem Spiel. Also so weit sind wir jetzt noch nicht. Vor allem in der Story her. So, ich muss jetzt nochmal ganz kurz im Menü gucken. Gucke jetzt nochmal ganz kurz im Menü. Aufgaben. Aufenthalt, okay. Finde heraus, wer der Auftraggeber von der Esther ist. Suche nach dem Schloss, das zum magischen Schlüsselpass. Suche nach der Höhle im Wald südlich von Uruja. Suche die Höhle Magiegebirge, okay. Nordwestlich von Lim. Suche nach Iranis, okay. Nein. Ist ja gut. Iranis, verpackter Gegenstand, ist klar. In der Nacht geboren, so fliegen auserkoren, möge meine Macht mich lenken. Das muss ich mir mal aufschreiben, ist da. So, es wird ein bisschen interessant. Wie gesagt, die normalen Let's Plays mache ich jetzt mal ein bisschen länger, dass ich auch mal ein bisschen vorankomme. So, okay, hier waren wir in... Hier war dieser komische Platz. Ja, Marc, ich glaube, da waren wir aber noch gar nicht. Hier ist ja Tradan in die Luft gejagt. In die Luft geflogen. Hier oben... Ah, hier war die Mine, die habe ich schon größtenteils alle geholt. So, Uruja. Hier gibt es einen Wald.
Das ist der Schattenwald. Okay. Ich will hier mal speichern für den Fall eines, für den Fall der Fälle. Verflucht seien die, die es wagen, ihre Seele sterben zu lassen. Tja. Und das nicht nur im Vampir-Sinne, sondern auch diejenigen, kann natürlich auch mal ganz schnell durch Geldgier und allem sein. Also, ne. Wenn Hass und Gier und Neid das Gute überwirkt, dann lässt man seine Seele ganz schnell mal sterben. Und davon haben wir nur eine. Und dann wird das Leben nur noch in eigener Gesellschaft trostlos. Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal gewesen bin. Wie gesagt, es ist schon sehr, sehr lange her. Und ich habe jetzt auch nur den letzten Part von 2018 halt nochmal nachgeguckt. Und von daher... Das nervt schon ein bisschen. Wenn die... Das ist halt natürlich Nachteil. Ich gucke mich hier nochmal um. Ich glaube aber, das habe ich schon mal gemacht. Ich weiß nur nicht, ob das Onscreen oder Offscreen gewesen ist. Auf jeden Fall Schattenwald. Hier gibt es auch noch irgendwelche Höhlen. Ich guck mir dort einfach mal durch. Wie viel Zeit ist denn? 26 Minuten, das passt noch. Das passt doch wunderbar. Erstmal hier links, einfach mal alles abgeklappert. Wir kommen hier einigermaßen gut durch. Na, vielleicht soll ich mich mal doch heilen. Das ist halt nur die Frage, was habe ich denn hier für Gegner? Ich glaube nicht, dass diese hier Blut haben. Deswegen nehme ich mal sowas wie... Obwohl, ja, Wundverband... Trank der Ewigkeit, nehme ich meine Heilflasche. Okay, da gibt's nichts. Hier geht's weiter. Oh, drei Teufelskäfer. Natürlich schon ganz geil. Vorteil natürlich auch ganz gut, die Seelen, die du benutzt, ja. Die kannst du auch, benutzen, um um irgendwelche Bonis halt zu bekommen im Kampf für eine gewisse Zeit, zum Beispiel Geschick, Intelligenz etc. etc. ist natürlich auch festgegeben. Das bedeutet, wenn ich die Seelen zum Speichern nicht brauche und habe einfach zu viele, kann ich sie entweder benutzen, um in der im Magiezimmer die Attribute von Walner zu steigern. Macht natürlich Sinn, dort die Intelligenz ein bisschen zu erhöhen, dass ich alle Elras, also alle roten Truhen öffnen kann. Die kann ich ja nicht einfach so knacken, da brauche ich einen gewissen Intelligenzstandard. Da sind natürlich auch sehr wertvolle Sachen drin. Aber ich glaube, bei 120 Initiative oder Mental nennt man, Mentalität nennt man das hier, sollte das eigentlich ausreichen. Die Frage ist, wie ist denn mein Status? 121 Mentalität. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich muss mal da nochmal irgendwann nach, also nach der Aufnahme vielleicht nochmal nachgucken. Dass ich wirklich alles habe. Ich möchte mindestens vom Intelligenzstandard her hoch genug, also vom Mentalstandard her hoch genug sein, damit ich alle Truhen aufmachen kann und nicht irgendwo eine vergesse, weil ich, was weiß ich, nicht mehr weiß, wo die eine stand, etc. etc. Ich glaube, hier gibt es sogar zwei Sachen. Einmal den Schattenschrein, der in der Höhle drin ist, und einmal eine Höhle, wo irgendwie noch Krieger oder so sind. Ich bin mir aber diesbezüglich noch nicht so ganz sicher. Ich müsste eigentlich jetzt demnächst auch nochmal in die Wüste gehen. Da gibt es auch noch was. Vor allem gibt es da eine richtig geile Beschwörung zu finden. Die muss der Walner können. Aber alles zu seiner Zeit, da mache ich mir jetzt keinen Stress. Spiel das so, wie es spielen. Ah, hier war ich noch, also noch gar nicht. Doch gut, dass ich reingegangen bin. Den Schattenwald erkunde ich noch, dann beende ich die Aufnahme und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Was haben wir denn hier? Ein Eisring. Ja, Eisring ist okay.
Hier ist eine Klippe. Ich muss gleich nochmal gucken, wie es mit den Seelen aussieht. Weil ich habe jetzt keine Lust, permanent irgendwie Gegner zu klatschen, dabei noch irgendwie Seelen zu sammeln, habe aber schon 99. Und dann... ist natürlich ein bisschen doof. Normale Seele 94. Oh, das ist schon nah an der Grenze. Ah, hier ist eine Höhle. Ist jetzt die Frage... ah, Erdelementar. Ich glaube, hier finden wir auf den Schatten-Tempel. Ich habe aber keinen dunklen Stein oder so. Ich glaube, in dem Wald gibt es noch mehr. Oder ist das die Höhle, wo es weiter, wo es ein Event oder so gibt? Ich mache das aber anders. Ich gehe jetzt ins Magiezimmer. Normale Seele 95, kleiner Seelenstein, normaler Seelenstein, großer Seelenstein. Ich habe alles. Dann würde ich sagen... ja, mit welcher Seele verschmelzen? Normale Seele, wessen Eigenschaft steigern? Valna. Machen wir nochmal Intelligenz, ja? Ich glaube, der Valna verschmilzt mit... 20 normalen Seelen, 30 schwachen Seelen und 10 starken Seelen. Das ist immer... so viel Seelen werden verbraucht, um die Eigenschaft um einen Punkt zu erhöhen. Geschicklichkeit ist Geschwindigkeit. Ich mache das mal komplett einfach mal hier int durch. Ich müsste jetzt 133 haben. 123, ja, perfekt. Ich will nicht zu viele Seelen verballern. Machen wir Stärke, klar, warum nicht? Super. Ja, das passt. Ich will noch mal was probieren, aber ich glaube, das habe ich schon. Magiezimmer. Nein! Mist. Ich verschwende jetzt total Blut, aber das macht nichts. Wir haben hier genug gefarmt. Da kriegt der Valna einfach mal eine Blutflasche. Zwei, dann ist der Käse gegessen. Ich will in Valnas Zimmer. Das ist ja ganz unten. Die Truhe habe ich geöffnet. Okay. Hier gibt es aber noch eine. Wenn mich nicht alles täuscht, ist die Frage, ob ich schon genug habe, um diese Truhe zu öffnen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich 120 mental oder 140 brauche. Dafür muss ich auf einen der Türme. Dieses Schloss ist einfach so riesig. So, hier nach oben. Hier war die Truhe. Lässt sich nicht öffnen. Na gut. Dann brauche ich doch mehr. Macht aber nichts. Wir kriegen ja bald auch höheres Equipment. Nee, das ist nur ein... ja, diese Löcher sind nur zur Dekoration. Großer Wurm. Ich glaube nicht, dass ich die ausnuckeln kann. Daher einfach mal... oh, doch, das... ah, super. Ja, blöd gelaufen, ne? Die beiden haben Blutschutzringe an. Das bedeutet, der Valna ist der Einzige, der einigermaßen bluten kann. Aber dafür kann er sich dann auch in Ruhe abnuckeln. Das hört sich so falsch an. Das Blut eurer Gegner bedeckt den Feind. Normale Seelen, super. Ich... probier's mal mit dem Wolf, weil ich gehört habe, dass man da nicht in Wolfs... ich habe nämlich gehört, wenn man in Wolfsgestalt rumläuft, trifft man nicht so viele Gegner. Ich weiß nur nicht, ob das sich bewahrheitet hat. So... super. Könnte natürlich auch Autokampf machen, aber dann benutzt er irgendwelche Zauber. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das brauchen wir nicht.
So, normale Seele. Habe ich irgendwie so einen Blick der Geister? Ich meine, da gäbe es was, Blick der Geister. Da sieht man nämlich Geheimgänge und so. Ich weiß aber nicht, ob das der Fall ist. Stachelring. Golem. Also das Dunkle, das sind alles Angriffszauber, den Rest kann ich so benutzen. Okay, Zeitverzerrung habe ich. Okay. Ich glaube, du konntest nämlich nur, konntest nämlich am Anfang wählen zwischen Blick der Geister und Zeitverzerrung. Zeitverzerrung ist, du kannst es Tag und Nacht machen. Ist natürlich für die Geister sehr, sehr gut. Ist natürlich dann schlecht, weil Blick der Geister, da gehen, vergehen die einfach solche Geheimgänge und so Geheimsachen. Aber dann ist das halt so. Muss ich hier weiter runter? Ich, wie gesagt, wenn ich weiß, dass ich irgendwo lang gehen muss, dann gehe ich ja immer ganz gern erstmal diese Sackgassen. Walner ist Level 37, das ist doch schön. Genau sowas suche ich. Speicherstein, ja, die verlieren leider ein bisschen an Wert. Oh, Erdelementar. Ich weiß nicht, ob man die ob man die aussaugen kann. Abnuckeln, das hört sich so, ich weiß nicht, das passt nicht zum Spiel. Ich probiere es mal. Mehr als nichts passieren geht nicht. 10. Oh, wie goldig. Das ist ja fast gar nichts. Also klar, immerhin besser als nichts, aber... nö. So, die Elaine ist unsere Heilerin. Boah, warum greifen die denn alle die Elaine an? So, da gab es einen Speicherstein. Hier gibt es auch nur eine Dingsbums, das ist super. Boah, 309 kritischen Damage. Yo. Im Vergleich zu Asgars Damage mit 300, mit 51 oder Alains Damage mit 81, ist das schon ein Unterschied. Asgar und Alain haben beide Level 37, das ist gut. 246, 249, 215, also so großartig unterscheiden die sich von den Statuswerten nicht. Rodonoshelm, ich glaube, der ist, ja, der ist mittlerweile meh. Also ich muss sagen, es hat mir eigentlich als Wolf ganz gut gefallen, oder als Hündchen, aber das ist ja ein Wölfchen. Hat mir ganz gut gefallen, soweit. Jo. Ich wollte gucken, ob es hier noch so eine Art, ja, es sind nur 10, aber warum eigentlich nicht? Wie tut's? Ja, 200. Gut, dann nehme ich das zurück. Asgar macht auch gut Crit-Schaden. Klar, die Elaine ist ein bisschen schwächer, aber die hat ja auch kein Schild. Weil ich glaube, die Schilde von den Jungs, die bashen den Angriff doch noch ganz gut. So wird es gehen. Als Wolf kann ich rüberspringen und als Fledermaus kann ich rüberfliegen. Okay, aber nicht als Mensch. Habe ich auch noch nicht gesehen, dass der Walner das mit Wolf macht.
Finde ich ja an sich ganz cool. Ja, die müssen ja alle eigentlich nochmal saugen, weil die ein Level up haben und dementsprechend einen höheren Blutwert haben. Angriff, Blutsaugen auf Erdelementar und die Elaine müsste eigentlich auch voll sein. Lass mich mal überlegen. Lass mich mal kurz. Ja, müsste eigentlich gehen. Ja, Schwäche nicht betroffen, etc. etc. ist mal dahingestellt. Ist eh gleich tot. Verzeihung. Der Aska braucht noch Orden. Ja, die brauchen doch. Ich habe mich total verhauen. Der Einzige, der voll ist, ist der Wallner. Na gut. Hoch oder nach rechts? Hoch war die richtige Entscheidung. Gut, Angriff. Alter, mache ich erstmal den Aska voll. Außer wenn jetzt der Wallner wieder so einen Crit macht. Nee, okay. Und danach kann die Elaine ein bisschen schnabulieren. Ich finde es krass, dass der Aska und die Elaine allein wegen, weil sie eine höhere Generation als der Wallner sind, also Vampir-Generation, doch ordentlich mehr Werte bekommen. Also der Wallner hat viel mehr Leben, viel, viel mehr Leben. Auch klar, ich habe dem natürlich jetzt alles gegeben, aber trotzdem ist es schon. Ja gut, 321 gegen 290 und knapp 300 ist auch nicht viel, aber der Blutwert, der ist schon Mensch. Dafür, dass der Wallner alles, alle Statussachen kriegt, ist der Aska ihm nah auf den Fersen und die Elaine hat schon über 400. Und das nur, weil Wallner halt der geringste, also der Vampir mit der niedrigsten Stufe ist, ist schon, jo, aber macht natürlich Sinn, ne? Elaine ist halt von der Vampir-Generation her, erste Generation, die mächtiger als Wallner und Aska. Und dementsprechend, ja, und Aska hat ja Wallner erschaffen. Es ist also völlig normal, dass der Aska stärker ist als Wallner. Aber Wallner ist eigentlich als dritter Vampir zu... zwischen... Ah. Ich speichere hier mal ab. Sicher ist sicher. Blut wird fließen. Aus welchem Leib auch immer. Hier gibt es also einen starken Gegner. Den mache ich jetzt schnell platt. Ich habe auch eine Idee. Bei starken Gegnern mache ich immer ganz gerne, benutze ich ein paar Seelensteine und hole mir einen Krieger. Die sind alle voll. Wallner kann den Golem beschwören. Das ist der Vorteil. Golem aussteigen, nun bist du mein. Hat ein paar. Was hat er gefressen hier? 15. Boah, ist natürlich eine Menge. Das ist also die Höhle. Was macht ihr hier? Hier findet gerade eine ritterliche Untersuchung statt. Verschwindet. Nun, wir sind ebenfalls auf der Suche nach etwas. Das interessiert mich nicht im geringsten. Verschwindet oder wir werden euch im Namen des Königs hinrichten. Im Namen des Königs? Uns interessiert der König nicht. Besser, ihr verschwindet hier sofort. Jetzt reicht's. Im Namen von König Geralt verhänge ich über euch die Todesstrafe. Alles klar, Ritter, Anführer und Ritter. Das war wirklich ein großer Fehler, euch mit uns anzulegen. Zitze, dass euch Ritter nie ein originellerer Satz einfällt. So, ich bin zwar voller Blut, aber ich würde trotzdem jeder von denen fängt nämlich mal an zu saugen, mit der Hoffnung, dass sie anfangen zu bluten. Jo, Golem haut gut rein. Ach Mist, die fangen nicht an zu bluten. Der blutet, das ist gut. Der Anführer muss auch bluten, weil das schwächt die nämlich auf Dauer. Das ist so eine Art Gift. Will mal was gucken. Schattenstrahl. Aska, du machst mal Eissturm.
Und die Elaine, was kann die? Könnte natürlich... Komm, hau mal raus. Ja, das ist guter Damage. Ja. Der Schattenstrahl ist vielleicht ein bisschen meh. So, weißt du was? Erstmal die Lakaien klatschen. Der Golem hat seinen eigenen Willen, den kann ich leider nicht steuern. Aber macht Sinn, weil der Anführer ja blutet. Von daher... So, warte mal. Eisregen, alle Gegner. Der Aska ist eher so der... Alle Gegner-Typ, ne? Die Elaine hat ja noch den großen Feuerball oder die Schwäche. Macht aus einem Riesen einen Schwäche. Ich guck mal. Wenn es überhaupt Sinn macht. Angriff, Abwehr mit. Oh, geil. Alles sinkt. Perfekt. Das hat gut gefressen. Ich glaube, die Schwäche sollte ich öfters benutzen. 9 oder 10 Erfahrung, normale Seele und starke Seele. Oh, geil. Nun hat König Geralt wohl traurigerweise ein paar Ritter weniger. So, mal schauen, ob der Schlüssel passt, den wir in Tradan gefunden haben. Ich weiß, perfekt. Dann wollen wir mal sehen, was uns dort erwartet. Verdammt heiß hier und es stinkt extrem nach Schwefel. Wir sollten gut aufpassen. Ich weiß, was es ist. Ich weiß auch, wo es weitergeht. Aber das sehen wir beim nächsten Mal, liebe Leute. Sind es nicht die Taten, die die Gesinnung eines Wesens bestimmen? Da hast du recht, Walnar. Also bis dahin, Leute. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.